Die gesamte Familie, also der Raum war zum Essen, zum Schlafen, zum Arbeiten. Ja, nachdem es mir, dann ist das doch ein bisschen. Ja, das sieht natürlich aus, sieht aus wie ein Mädchen, ja. Aber für zwei, drei Mal ist okay. Ja. Aber. Na, ich hatte immer angenommen, dass irgendwo hinten noch so eine Art Anbau ist, wo man drin schlafen kann. Nein, und so. Nein. Den Platz hatte man. Das haben sie mich belehrt, ja. Ist ja nicht schlimm. Den Platz hatte man einfach gar nicht in Lede. Ja. Sie konnten ja in Lede keine großen Höfe bauen mit einem extra Stall, mit einer extra Scheune. Ja, mit extra Möglichkeiten noch für Oma, Opa, Herr Platz. Hier ein Kraschfliegen. Ja. Soll ich dich auch mal filmen? Hm. Schön. Ich muss aufpassen wegen meinem Kopf. Mal sehen, ob du es hinkriegst. Nein, ich bin nicht dran. Na, mach mal. Kann ich beißen? Nein, ich bin nicht dran.
Oh, das war wieder zu heller, siehst du. Eine Kuh, eine Mu, eine Täter rettete. Oh, das ist ja schön. Das ist ja gut, gute Lichtverhältnisse. Schon Anfang DDR und jetzt heute. Oh mein Gott, ist das schön. Ja. Hey, Christian, schön. Also 40, das ist schon ganz schön wenig. Mhm. Ah, hier haben sie schon dran mit Kindern aneckt. Ja. Das ist schön. Fenster sind schön. Mhm. Kaum Schlag. Was ist denn? Guck mal.
Ja. Sehr gute Aufnahme. Aber zu Hause sieht es eh anders aus auf dem Rechner dann. Und hier hat sie sich vor uns den Kopf eingehauen. Da hätten sie einen richtigen roten Balken hinmachen sollen, das sieht man eher. Hallo. Hallo. Willst du dich verewigen? Ich hätte höchstens noch den großen Blitz mitnehmen sollen. Der ist ja wieder zu hell. Weil da geht er so ab 5 Meter erst los. Das rüstet gut so. Ich muss im Winkel setzen, damit ich das unten fotografiert kriege. Aha. Obwohl ich das voll auf dem Bild habe, macht der unten nur den Schnitt. Eigenartig. Aber macht nicht. So. Jetzt stimmt die Situation. Wieder was dazu gelernt. Und zwar
Blende und Belichtung. Er nimmt die Schatten, wo ich dir gesagt habe, das lag nicht alleine nur hier drei. Ich habe mich immer gewundert, dass ich immer tiefer gehen musste, wenn ich oben unten mit fotografieren wollte. Echt schön. Da kannst du in der Lübbenau schwimmen. Jawohl, jetzt haut's auch hin. Aufpassen, dass ich nie reinplumpse. Ja. Oh, schön. Echt schön. Guck dir das mal an. So was Schönes.